Hallo Herr Kammerin, ich freue mich, Sie hier heute im Rahmen des Jugendbildungswerks der Stadt Marburg begrüßen zu dürfen. Unser Anliegen ist heute ein Interview rund um das Thema Bewerbung, aber ich bitte Sie zunächst, sich kurz vorzustellen. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Marcello Kammerin. Ich bin Wirtschaftswissenschaftler und Unternehmer und habe viele junge Menschen schon eingestellt in meinem Leben und auch betreut. Und ich freue mich heute, Ihren Fragen zur Verfügung zu stehen. Vielen Dank. Dann starten wir auch direkt mit der ersten Frage. Und zwar, wann ist eine Bewerbungsmappe besonders interessant für Sie? Beziehungsweise mit was kann eine Bewerbung punkten? Also zunächst einmal gilt, dass ja die Bewerbungsmappe an sich sauber sein muss. Sie muss ordentlich sein und es darf auch ruhig ein gutes Papier sein. Über irgendwelche Flecken rede ich schon gar nicht mehr. Sie sollte auf den ersten Blick auch strukturiert sein, auf der anderen Seite auch dezent gestaltet, keine wilden Farben. Natürlich die Ausnahmen bestätigen die Regel. Wenn ich mich bei einer Werbeagentur bewerbe, mag diese bestimmt auch anders ausfallen. Also sie muss zielgruppengerecht sein, das Papier muss gut sein und man investiert ja auch hier in seine Zukunft. Also auch der erste Eindruck ist hier ganz, ganz entscheidend. Die Mappe ist das Aushängeschild und sie repräsentiert ja auch die Person selbst. Darüber hinaus lückenlos natürlich der tabellarische Lebenslauf, die persönlichen Angaben, die Schulbildung, die Interessen, die Hobbys. Nur beim Stichwort Hobby, also wenn einer schreibt, er liest gerne, dann muss er sich natürlich auch darauf gefasst machen, dass man auch gefragt wird, was man denn auch so gerne liest. Die Unterschrift muss ordentlich darunter sein, die Zeugniskopien müssen stimmen, die Schulzeugnisse, die Zeugnisse vielleicht auch schon eine Abschlussprüfung, aber auch keine Sorge haben, wenn vielleicht die ein oder andere Note nicht nur im guten oder befriedigenden Bereich liegt. Also als Beispiel, wenn sich bei mir jemand für einen Büroarbeitsplatz interessiert, dann ist die Note 4 in Sport, wie auch immer, zweitrangig. Also von daher gucken, wo bewerbe ich mich, und selbst wenn man irgendwo nicht gut performt hat, da auch im Bewerbungsgespräch auf jeden Fall ehrlich sein, ruhig zugeben, dass man vielleicht in der 8. Klasse oder wo auch immer mal ein halbes Jahr einen Durchhänger hatte, mal mit einem Lehrer auch nicht zurechtgekommen ist. Ruhig das offene Wort und ehrlich sein. Ich denke, das trifft es wohl am besten. Das Bewerbungsanschreiben. Was erwarten Sie in einem Bewerbungsanschreiben? Ja, das Anschreiben, worauf kommt es da an? Also auch hier wieder der erste Eindruck und die Sauberkeit und die Formalias, die Struktur muss erkennbar sein. Das Anschreiben soll auf jeden Fall auch Lust erzeugen, dass man eine Person näher kennenlernt. Hier hat auf jeden Fall der Bewerber die Möglichkeit zu punkten, weil man macht die Bewerbung auf, man umreißt mit dem Auge die erste Seite, sollte eine persönliche Note enthalten. Also man sollte für das Anschreiben sich wirklich Zeit nehmen und versuchen, auf dieser ersten einen Seite klug zu argumentieren. Hier ist auch weniger mehr, also kein Roman schreiben und das auch maximal auf eine Seite zu begrenzen. Wie wichtig sind Ihnen zusätzliche Qualifikationen, ehrenamtliche Tätigkeiten bzw. Praktikumsbeurteilungen und was sollten neben den Zeugnissen unbedingt Bestandteil der Bewerbung sein? Ja, also es spiegelt ja neben einer Fachkompetenz, was man ja aus der Schule auch primär lernt, wenn man sich freiwillig etwas hingibt, eine soziale Kompetenz und eine Persönlichkeitskompetenz wieder. Und auf diese beiden Kompetenzen, Persönlichkeitskompetenz und soziale Kompetenz, kommt es ja auch aus meiner Sicht ausschlaggebend an und lassen auch Rückschlüsse ziehen auf Verhaltensmuster, auf grundlegende Einstellungen, Wertemuster, Kommunikationsvermögen, wie auch immer. Das heißt, wenn jemand schon mal in einem Altenheim ausgeholfen hat, wenn jemand bei der Feuerwehr war, in welcher Stellung auch immer, wenn jemand vielleicht einem Grundschüler bei der Nachhilfe geholfen hat oder was auch immer, es zeigt ja doch die Psychografie und die Typologie des Bewerbers wieder. Und darüber hinaus sollten natürlich auch Nachweise, Praktikums-, Zeugnisnachweise, Teilnahmebescheinigungen, vielleicht auch
irgendwelche Urkunden von irgendwelchen Leistungswettbewerben. Und man kann ja, wenn man erfolgreich ehrenamtlich ein, zwei Jahre tätig war, vielleicht sogar auch oder auch ein paar Wochen, ein paar Monate den Auftraggeber mal fragen, Mensch, würden Sie mir denn nicht auch ein Bestätigungsschreiben für meine ehrenamtliche Tätigkeit geben? Und das kann man oder eignet sich doch sehr gut auch beizufügen. Bild oder kein Bild? Ja, das ist eine spannende Frage, Bild oder kein Bild. Also gesetzlich ist natürlich niemand dazu verpflichtet, ein Bild in die Bewerbung beizufügen. Man hat es immer sonst an dem Lebenslauf oben rechts dran gemacht. Es gibt ja auch ein allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. Nichtsdestotrotz kann ein professionelles Bild aber dazu beitragen, einen positiven ersten Eindruck zu hinterlassen. Es darf natürlich auf gar keinen Fall negativ bewertet werden, wenn man sich gegen ein Bild entscheidet. Aber ich persönlich finde es eher positiv. Jeder ist auf seine Weise schön. Jeder braucht sich nicht hinter seinem Konterfei zu verstecken. Also hier sage ich mal, es spricht doch nichts dagegen. Zumal irgendwann lernt man sich doch sowieso kennen. Ja, also von daher machen Sie ein Bild rein. Was sind absolute No-Gos in einer Bewerbung für Sie? Ja, die No-Gos, wann also fliegt eine Bewerbung vom Tisch, bedeutet das ja. Also, wenn wirklich keine guten Formalias eingehalten werden, ja. Also auch wieder da orthografische Fehler, Interpunktionsfehler. Also, wo ein Punkt hingehört, sollte auch ein Punkt hin. Wenn man keinen guten Ton findet, auch in dem Anschreiben. Und wenn auch sofort Lücken im Lebenslauf erkennbar sind. Auch unentschuldigte Krankheitstage sind natürlich ein Argument, wo man sagt, naja, wenn das an dieser Stelle schon ist, warum soll ich jetzt mit ihm auch weiterarbeiten? Mangelnde Beurteilungen oder mangelhafte sind natürlich auch ein No-Go. Die muss man schon wirklich gut verargumentieren können. Also von daher gibt es da schon ein paar Aspekte, die gegen eine Bewerbung sprechen, ja. Stichwort soziale Netzwerke. Schauen Sie sich auf Social Media Profile möglicher Bewerber an? Ja, wenn man ganz ehrlich ist, wer ist wohl nicht mehr bei Social Media? Das sind wohl die allermeisten. Ich würde die Frage gerne insofern beantworten. Es spiegelt ja immer einen Teil unserer Persönlichkeit wider. Ganz gleich, wo ich bin, ob ich bei Facebook bin oder bei Instagram bin. Selbst TikTok ist ja heute in aller Munde. Es ist auch dem Einsteller wie mir völlig klar, dass bei TikTok auch viele lustige Elemente sind und lustige Videos sind. Nichtsdestotrotz würde ich mir immer persönlich überlegen, wie lustig ist das Ganze auch noch, wenn ich mir das in 5, in 8 oder in 10 Jahren anschaue. Also was gebe ich von meiner Persönlichkeit preis? Was gebe ich von meinem Leben in die Welt preis? Und ich selbst habe die Erfahrung gemacht, ich schaue mir diese Bilder an und auch die Videos und solange man herzlich drüber lachen kann, ist wirklich alles kein Problem. Aber wenn es in eine gewisse Richtung geht, wo gewisse Werte massiv verletzt werden, da bin ich dann doch sehr skeptisch und das sollte man auch aufs Business übertragen. Man ist ja dann, wenn ich den Bewerber einstelle, er ist ja gleich Teil auch meines Unternehmens, er repräsentiert ja unser Unternehmen und von daher sollte man sich schon gut überlegen. Es braucht nicht steif sein, man muss auch nicht mit Witz und Humor sparen bei Social Media, aber gewisse Dinge sollte man vielleicht unterlassen und nicht immer in die Kamera machen. Und von daher drücke ich jedem die Daumen jetzt bei seinem Bewerbungsunterlagen erstellen und wenn noch Fragen sind, darf das Jugendbildungswerk und Sie natürlich weiterhin herzlich gerne auf mich zukommen. Vielen Dank für das Interview, Herr Kammerer.